So, wir haben heute Wolfgang Dietrich, den Präsidenten des VfB Stuttgart, zu Gast bei uns im Newsroom. Drei Fragen an Sie, Herr Dietrich. Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Der VfB hat ja im Juni 2017 die Ausgliederung der Profifußballabteilung beschlossen. Wie lautet denn Ihr Resümee zum momentanen Zeitpunkt? Sind Sie zufrieden? Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir haben durch die Ausgliederung eine jahrzehntelange Diskussion, ob nicht, beendet. Wir haben den Verein in Kontinuität hineingebracht. Wir haben eine wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, die sich auch mehr und mehr auswirkt in der Gestaltung des Umfeldes des Vereins, in den Gremien, in allen Bereichen. Wir sind letztes Jahr aufgestiegen. Wir haben das erste Jahr in der Liga uns gut gehalten, in der Rückrunde sogar sensationell gut gehalten. Wir haben in diesem Jahr das Ziel, im gesicherten Mittelfeld am Ende zu landen. Momentan sieht es natürlich tabellenmäßig nicht so gut aus. Dieses Ziel ist nach wie vor unser Ziel und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das Ziel erreichen werden. Dann die zweite Frage. Markus Weinzierl ist ja der neue Mann an der Seitenlinie, der neue Trainer des VfB. Warum ist er denn der Richtige, um den VfB wieder in die Spur zu bringen? Ich glaube, dass er in der Lage ist, und ich hoffe das natürlich vor allem auch, das, was er in Augsburg entwickelt hat, mit der Mannschaft bei uns nachzuvollziehen, junge Spieler zu entwickeln, ältere Spieler zu integrieren, eine gesunde Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern zu finden in der Mannschaft, um jetzt der Mannschaft auch das Selbstvertrauen zu geben, dass sie aus dieser etwas schwierigen Situation mit nur jetzt lediglich 5 Punkten und Tabellenende wieder rauskommt. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wir sind tabellenmäßig natürlich nicht zufrieden, aber von den Punktezahlen ist noch nichts passiert. Das heißt, wir haben noch genügend Möglichkeiten, sagen wir, den Bock umzuschmeißen. Aber da hoffe ich, dass er in der Lage ist, den richtigen Stellschrauben zu drehen und es auch kurzfristig möglich zu machen. Und dann noch eine letzte Frage, vielleicht eine kleine Orakelfrage. Was glauben Sie denn, wo landet der VfB am Saisonende? Im gesicherten Mittelfeld. Gibt es da einen konkreten Platz, den Nein, Sie im Auge haben? Nein, gesichertes Mittelfeld, das wissen Sie ja selber, sind so viele Dinge, so viele Zufälle, von denen man abhängig ist. Aber ich bin überzeugt davon, wir werden am Ende im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga landen. Alles klar, vielen Dank. Gerne.